Hatte ich die nicht mal versucht zu enchanten? Es reicht ja vollkommen, wenn man das Gerät auf Level 1 enchantet. Was für ein Gerät. Gerät. Nee, das Gerät hier, der das Gerät. Dingsterbumster hier. Ja, der die Rüstung, die Rüstung reicht auch vollkommen auf Level 1, finde ich. Der Gerät enchant ohne Bücherregale. So, was hatte ich gesagt, eine Fackel davor stellen, ne? Ne, eben nicht. Doch, das geht. Ja, ja. Jetzt habe ich Unbreaking One bekommen. Lass die Fackel da weg. Das ist schlechter, als das bringt. Egal, wir gehen jetzt hier nach unten. Fabio, komm. Auf, sagte der Soldat und probiert es mit Stacheldraht. So. Wir hätten jetzt hier Cobblestone hingemacht, welcher Idiot. Das war, da hast du dich mal hochgegraben. Tatsächlich? Hab ich sogar gesehen, Folge. Als du runtergefallen bist. Ich geh jetzt mein Leben. Ja, tschüss. Hau ab. Oh, kennst du den Rain Train? Ah, Witz. So. So, jetzt wird hier oben alles. Oh, das ist schon alles ausgeglichen, oder? Ja, nee, die Decke nicht. Da fehlt noch hier. Wo ist denn jetzt die Truhe, wo du alles. Ach, die steht gegenüber von der Holzkiste. Hier hinten noch. Aber ich finde das auch scheiße, wenn das. Ja, ich hab doch gesagt, wir gehen gleich nochmal rüber und hauen da ein bisschen Sand drüber oder sowas. Werden wir auf jeden Fall gleich nochmal tun, damit das aufhört zu tropfen. Dann viel Spaß, dann mach ich das jetzt mal. Ja, dann mach schon mal. Kümmer dich schon mal drum. Ey, du hast da echt die Edmüll rein. Ich meine das ernst, wenn ich das sage. Das machst du. Das kannst schön du machen, du bist hier die Sortierungsfrau, der Lagerist. Ja? Heißt, glaube ich, nicht Lagerist. Heißt das nicht Lagerist? Oder hat das so einen bestimmten Begriff mal gehabt? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und so ein Fachbegriff hat er das mal. Ja, komm, ist okay, Lukas. Genau, oder sowas in der Art. Lagerist, der so ein. Was gibt es, Lagerist? Soll ein Lagerist Begriff. Sein. Ach, gibt's. So, nee, gibt es nicht. Google ich jetzt. Dann google mal. Lagerist. Amudi, schreibst du es falsch? Dictionary. Lagerist ist mit den wichtigen Lagersthemen. Ich mach mich dazu, aber Game Mod. Ey, das gibt's sogar echt. Ach du Scheiße. Glaubst du, ich sag was Falsches oder was? Ja, sicher, glaube ich. Bei dir? Ja, bei dir glaubt man das auch immer. Scheiße. Aber bei mir? Ja. Ab HDGDL. Nee, danke. Hast du alles zugedeckt oben? Ich bin erstmal jetzt rausgegangen und das ist ein ganz schönes. Ja, dann geh in Game Mode rein. Ich sag jetzt mal nichts, da können die Leute jetzt nichts gegen sagen. Mach einfach ein Game Mode. Hab ich jetzt auch gemacht. Lala, sieht keiner. Er ist gar nicht. Was ist überhaupt ein Game Mode? Ist er gar nicht drin. Habt ihr das eigentlich gesehen, wie ich da reingegangen bin jetzt eben im Chat? Nö, das steht da nicht. Weil ich nur Sheet drin habe. Das Admins nicht mehr sehen, glaube ich. Ey, Unbreaking. Hab ich auch. Nur. Auf welchem Level? Ich. Ja, ach, Level. Ich hab's auf Level 3. Ja, deswegen ich ist will der Enchanting-Mod der beste. Ich will diesen Mod wieder haben. Du hast tatsächlich oben schon alles zugemacht, mir kommt gar nichts mehr entgegen. Und Wunder, ey. Ne, hier ist aber noch überall Cobblestone. Ja, dann deck das alles mal ein bisschen zu mit Sand oder so. Ja, mach ich doch. Ja. Ne. Doch. Franik hat eine Beziehung. Mit wem? Mit Telum. Ah! Stimmt sogar. Er ist mit. Du durfst es doch nicht sagen. Wir sind noch nicht so weit. Telo macht mich fertig, wenn das rauskommt. Naja, was soll's. Ich glaube auch. Komm, ist Franiks Karriere jetzt damit in Eimer. Was für eine Karriere? Die hat doch nie angefangen. Das hört sich gerade an wie so ein schlechter Film. Wir müssen mal so einen richtig schlechten Film drin und den hochladen. Was für eine Karriere? Ja, die vom Mülleimerpütze. Die Außenseiter. Oh, jetzt habe ich die Außenseiter. Das wäre ich gehatet. Welche Außenseiter? Du siehst ja, jetzt ist ja alles dicht hier. Warte. Oder? Die Frage ist schlimmer, welche Außenseiter. Nee, warte, ich muss ja hier noch den Sand unten wegkloppen. Es kann sein, dass was nachrieselt. Du musst gleich noch was machen. Man weiß es nicht. Ja, dann. Vision, wir haben was gegen. Wir haben was gegen YouTuber gesagt. Wir sind böse. Soll ich mal was gegen den Videoday sagen? Wäre dann auch böse. Videoday? Keine. Habe ich nicht. Der soll also richtig toll gewesen sein, habe ich gehört. Also richtig super toll. Also ja. So richtig schön, so leck mich am Arsch, ich guck mir den nie wieder an. Ja, also als sie dann Gronkh geholt haben, sollte sich das wohl alles ein bisschen gebessert haben, aber ja. Ich denke, Gronkh hat voll eine auf die Fresse gekriegt. Nein, die haben sie mit einer Flasche abgeworfen. Was war da davor oder so?
Ach, der hätte mal so richtig eine Kasse. Das war auf so einen Donnerstag, glaube ich, da. Oder Donnerstag, nee, Freitag war das, genau. Oder nee, Samstag, ach, keine Ahnung. Naja, aber dabei ging es gar nicht, ihn zu treffen, sondern irgendwie jemand anderen. Klungs Oma oder was? Als ob die auf der Gamescom wäre. Der. So, jetzt gucke ich nochmal nach, ob alles dicht ist, weil ich glaube, es ist alles dicht mittlerweile. Obwohl, hier ist noch was, wo nochmal Sand runtergerieselt ist. Jetzt müsste aber alles dicht sein. Oder hinten ist noch eine Kackstelze und da auch. Warte. Ja, hier sind noch Löcher. Kann zumachen. Und da hinten ist auch noch eins. Bin ich mal gespannt, ob du das auch schon zugemacht hast. Ja, da ist auch noch offen. Jetzt hast du es zugemacht, okay. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. So, dann wird es auch nächste Folge, weil wir noch 10 Minuten haben. Also nächste Episoden. Nachdem Franik seinen Guild Wars Rausch erstmal beendet hat. Er sucht nach Blut. Geht ja schon wieder ganz geil. So. Und dann werden wir auf jeden Fall uns um die ganzen Minenschächte kümmern. Ja, um die Kabelverlagerung. Also um Kabel. Die... Pack mal hier überall Fackeln an die Wände, bitte. Ich hab keine Fackeln. Warte, hier hast du welche. Mach den schönen Tag. Mach ich. Mit den Fackeln, ne? Jetzt haut er ab! Also Fabio ist auf jeden Fall der perfekte Nichtstour für ein Let's Play. Wenn ihr ihn nicht braucht, braucht ihr ihn auf jeden Fall nicht. Haha, ich habe nur keine Lust, die ganze Zeit da unten rumzuhängen. Ich will auch mal was oberhalb bauen. Wir sind doch gerne Untermenschen. Das kam vorhin da auf den LC-Server als Musik. Untermensch? Ja, ihr You are Untermensch. A Untermensch. War nee. Das Deutsch? Nein. Ich würde mich wundern, wenn das Deutsch wäre. Ja. Untermensch ist neuerdings. Aber der hat Untermensch gesagt, obwohl. Ja, vielleicht meint er ja Utermensch. Oder so, ach, keine Ahnung. Underman. Oder Under. Was heißt. Oder Franix. Enderman. Man heißt schon mal nicht Mensch. Ich weiß, Man heißt okay. Mann, aber. Ich weiß nicht mehr genau, was Mann hieß. Mensch. Mann. Ah, das ist ja jetzt. Oh, egal, wann ist das? Under People oder sowas. Aber. People heißt. Ja, nee. Under Human, wenn überhaupt. Ja, sowas in der Art. Oder Under Adult. People heißt eher Leute. So. Jetzt haben wir heute noch schöne Helligkeit und machen auch in 5 Minuten die Aufnahmepause. Ich zeige mich noch ein bisschen an der Helligkeit, damit ihr was Helles zu sehen habt. Ha, war der schlecht. Genau wie Minecraft 4D. Ha, wenn ihr das jetzt guckt, tut es mir nicht leid. Übrigens, der Typ ist jetzt die ganze Zeit in Skype online, ne? Also, der hat sich jetzt umbenannt mit seinen Vor- und Nachnamen. Ich glaube, der hört bald auf. Kann das sein? Ich glaube, der heißt da Peter. Nee, der heißt da jetzt B. So, und ich bin fast fertig. Ein Block noch, dann bin ich fertig. Also Peter, Ludo. So, wir sind fertig. Oh mein Gott, jetzt gehe ich auch mal nach oben. Aber es tropft immer noch teilweise hier, Fabio. Ja, wo denn? Da musst du dich dann... Ihr habt jetzt Ewigkeiten nur für den Scheiß. Ja. Warte, ich porte dich mal ganz kurz her. Das war ja produktiv. Nein. Ja, hier, wo ich nicht verstehe, da tropft das die ganze Zeit. Ach so. Nein, was will ich denn mit dir? Du bist doch eine Pfeife. Bin gerade beschäftigt. Busy, ey. Warte. Ach, hier. Genau da immer, jetzt hört's auf und hier, wo ich stehe, tropft die ganze Zeit. Ja, weil da kein Sand mehr ist. So, und hier auch noch. Ja? Jetzt hat's aufgehört. Jetzt schau ich nochmal auf der anderen Seite, ob du das da auch schon alles behoben hast. Auf der anderen Seite war da nichts. Hast du schon geguckt gehabt? Ja, auf der anderen Seite war da ist ja überall Erde. Okay, das ist gut. Dann haben wir das jetzt auch auf jeden Fall auch schon mal erledigt und sehen uns dann auf jeden Fall nächstes Mal dann wieder da unten. Und es ist schön dunkel draußen. Und dafür sehen wir uns nächstes Mal. So, ich tief jetzt immer so tief reden, wie ich so reden kann. Hallo, Franik. Hallo Pedro. Dieter. Okay. Ja. Gut, ich würde mal sagen, ich war seit langer Zeit auf diesen Aussichtsturm. Weil ich war da wirklich schon Jahrzehnte nicht mehr. Fabio, kommst du mit? Nö, ich ernte die Kakao-Farm. Keiner will. Ja, ist ja auch scheißegal, ist ja mein Let's Play. Mindless? Nee, nicht Mindless LP. Also, das wäre ja nutzlos LP. Was hat Mindless jetzt damit so zu tun? Ja, ich bin hier. Das komische, die Bieterdach passt zwar gar nicht zum Haus, weil die Schnitte so ganz komisch sind. Aber die anderen Häuser finde ich auf jeden Fall. Ja, dann. Nee, aber die anderen beiden Häuser finde ich schon mal sehr schön. Das da hinten baut sich gerade irgendwie noch auf. Ich müsste mal auf Fahr stellen. Ich spiele irgendwie nie auf Fahr. Ich weiß auch nicht wieso. Fahr.
So. Kerne. Jetzt generiert er mir gerade alles auf Farm. Aber, naja, normal ist immer schöner, finde ich. Wenn man diese ganze Sachen da hätten nicht sehen muss. Gut, dann habt ihr noch 2 Minuten Zeit, um was zu bauen. Dann war es das auch schon von dieser Aufnahme. Ich tanze im Kreis und singe meinen Namen. La 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 la. Was hast du immer für ein Lied gesungen, wenn wir immer so schlecht drauf waren? Alles gute Freude oder was war das für ein Lied? Gute Stimmung? Meinst du? Ja, ja, genau dich. Nee. Schlechte Laune. Oh, oh, oh. Schlechte Laune. Also ich muss auf jeden Fall gleich mal rübergehen und da wirklich Stress machen, weil der regt mich gerade wirklich auf. Er macht jetzt auch noch Musik, das ist jetzt schon wieder richtig. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Ich hoffe, man hört ihn nicht in der Aufnahme. Also ich höre. Da wird er gleich auch noch zu spüren bekommen. Aber naja. Da gibt's jetzt richtig Aufbefreiung. Du darfst das nicht mehr sagen. Ich finde auch diesen. Am schönsten finde ich diesen Eingangsbereich von dem Haus hier eigentlich mit dem Kronleuchter, was Franik hatte, und diese schönen Front. Das obere Dachgeschoss muss ja auch noch ausgebaut werden. Was natürlich kein Mensch macht. Der Kronleuchter? Nee, ich. Von wie er seine komische Schwuchtel-Technomucke oder. Ey, oh, geht gar nicht. So. Ja, komm dann. Wir haben noch 30 Sekunden. Oh, wie die 30 Sekunden? Ja, weil ich genau 10 Minuten Parts mache. Jetzt schlage ich mir nochmal einen Creeper auf die Fresse. Ach, der ist am Feuer gestorben. So, und hier wollte ich auch mal was bauen auf diesem Wasser. Hier wollte eine Brücke her, ne? Mhm. Doch, hier wollte eine Brücke her, das weiß ich noch. Die werden wir auf jeden Fall auch vielleicht nächstes Mal bauen. Also es wollte wirklich zum Baustellen Reservoir, wie bei Gronk. Wir sind schon fast. Ja, wie schon, ne? Ja. Da eine Baustelle, dort ein. Der Bauernhof. Doch, der ist eigentlich schon fertig, da müssen nur noch Tiere rein, komm mit. Nö. Da unten ist auch noch nicht richtig ausgekleidet. Ja gut, das nicht, aber es ist so provisorisch. Für Tiere wird es vollkommen reichen, finde ich. Nö, da muss Erdboden. Nee. Ach doch, damit die sich fressen können, ne? Ja, aber das auch. Ja, gut, dann war es jetzt mal diese Aufnahme. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, vermutlich mit Profound.